Servus, grüßt euch, liebe Wandern, Outdoor- und Buschkraftfreunde. Schön, dass ihr wieder da seid. Morgen möchte ich eine Übernachtung machen, alleine draußen im Wald. Und heute packe ich dafür meinen Rucksack schon mal, den Tasmanian Tiger Tourpack, mit seinen zwei Außentaschen nochmal. Ich wollte euch zeigen, wie ich den packe, was ich dabei habe. Wenn ihr wollt, bleibt dran. So, hier schaut es schon lustig aus. Hier muss alles rein irgendwie in diesen Rucksack. Und diesmal möchte ich probieren, noch die Bundeswehr Isomatte mitzunehmen. Also normal habe ich die nicht dabei, aber die kann man hier ganz gut hinten reinschieben. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist natürlich dann der Stauraum. Der wird dann halt schon um so ein Stück weniger. Und jetzt möchte ich eben auch mal probieren, ob das dann funktioniert, so wie ich mir es vorstelle. Naja, dann kommt die Buschbox da rein. Und das Schneidebrettchen, was ich immer als Unterlage noch dabei habe. Schauen wir mal. So, der Schlafsack ist ja schon ganz gut komprimiert. Das ist auch somit das größte Ausrüstungsstück im Rucksack, was ich habe. So gesehen geht es leicht rein. Das Einzige, was ein bisschen schwierig jetzt ist, ist das Anziehen, also an der Seite, weil ich gehe dann Stück für Stück mit dem Rucksack schließe ich dann Stück für Stück mit, dass das Reinstopfen ein bisschen leichter wird, weil der eben bis unten aufgeht fast. Aber das ist dann schon mit der Isomatte jetzt ein bisschen schwerer. Also bis jetzt funktioniert's. Ja, dann habe ich Bundeswehr Elefantenhaut, Isomatte und die Outdoor-Unterlegematte bzw. diese Camping-Unterlage. Normalerweise wollte ich die austauschen, aber ich möchte vielleicht ein zweites Tarp aufrichten, weil es angeblich Regen geben soll. Ich möchte es mal ausprobieren. Darum nehme ich die jetzt mal so als Ersatz mit. Vielleicht habe ich ja Lust dazu, noch ein zweites Tarp dann aufzurichten. Mal schauen. Genau. So, dann habe ich das zweitgrößte Ausrüstungsgegenstand, ist mein Biwaksack. Der kommt dann da oben rein. Das ist ganz toll, weil dann habe ich das Gewicht auch oben. Das Schwerste sozusagen. Das Tarp. Ich schaue mir das komplette Schlafsetup. Das muss bei mir immer im Hauptfach sein. Da möchte ich dann nachher nicht rumtun und irgendwas anderes rauspopeln. Na, das habe ich vergessen. Das Messer, das muss ich da noch reinschieben. Deswegen muss es bei mir auch ein echt guter Rucksack sein. Ich gebe dem Zeug schon ziemlich um. Also ich passe da jetzt nicht auf. Das muss funktionieren. Hier oben habe ich mein Erste-Hilfe-Zeugs drin, plus Schmerztabletten und so weiter. Toilettenpapier. Thermometer ist noch da. Da kommt jetzt noch rein so ein Leuchtstab. Den werde ich bestimmt nicht brauchen. Und meine Kopflampe gleich oben griffbereit hineingepackt. Wie ihr seht, es ist noch eine Menge Platz. Also ich habe hier noch ein bisschen Stauraum. Das kann ich noch rüberschieben. Geht noch was rein. Es war nicht viel, aber es geht noch was, weil da noch einiges rumliegt. Ich weiß schon. Aber das kommt dann Stück für Stück. Und manchmal muss man ein bisschen Tetris spielen und hin und her basteln. Ich mache das Hauptfach jetzt mal dicht, denn das ist für mich erledigt. Da liegt Zucker. Den brauche ich jetzt nicht. Ganz klar, Müllsack. Müllsack auf jeden Fall. Muss dabei sein. Und immer noch so ein Tüchlein. Das tue ich jetzt hier oben noch mit rein. Dann weiß ich, was zum Abtrocknen ist. Wenn es regnet, vielleicht für die Kamera oder so. Stopfe ich jetzt einfach mal da hinten rein, fertig. Das Pouch, das kennt ihr ja schon. Da ist ja mein ganzes Kochzeug drin. Löffel und Wasserfilter und so weiter. Kommt hier rein. Ich glaube, ich nehme eine kleinere Tasse mit. Geht mir der Platz dann hier schon ein bisschen aus. Diese Tasche kommt dann, ich habe, oh ja, hier genau, mein Kamerazeugs noch dabei. Also da werde ich dann Akkus reinlegen. Die Kamera möchte ich in die Seitentasche noch mit verstauen. Das muss ich jetzt ausprobieren. Auch ganz klar mein Kochset. Und dann habe ich hier noch die Daunenjacke. Jetzt wird es echt spannend. So. Dann machen wir hier mal die Tasse rein. Das ist
ist jetzt ganz anders als wie sonst, weil ich ja eben diese, die Bundeswehr-Matte, ja, spielt einfach gut zu, aber es ist schon ein bisschen anders, nimmt mir schon Platz weg, diese Bundeswehrmatte. So ist das jetzt nicht. Ja, ist ja noch einiges da. Und ohne die Seitentaschen hier wäre ich schnell aufgeschmissen. Ja. Hier mit der Tonka-Becher noch als kleines Backup zum Kochen. Geht einwandfrei. Jetzt kann ich mir noch überlegen, ob ich jetzt, ja, mache ich es einfach so, dass ich das Kochset werde ich jetzt da noch mit rein. Ich habe immer noch ein bisschen Platz. Kann dann sein, dass ich das vielleicht noch ein bisschen umbaue, aber nur mal zu sehen, wie viel Platz da drin ist und wie ich das so ungefähr mache. Jetzt habe ich gedacht, der wäre kaputt, weil es so leicht geht. So, habe ich immer noch genügend Platz. Dann kommt dann hier mein Regenzeugs rein. Diesmal nehme ich nur das Leichte mit. Das ist die billige Decathlon. Die zeige ich euch in dem Extra-Video mal. Wird echt mal Zeit und die werde ich dann erstmal ausprobieren jetzt. Sonst habe ich ja immer die Gore-Tex dabei. Da ist immer noch Platz. Jetzt kann ich das hier noch quer reinstopfen. Das geht prima aus. Perfekt eigentlich. Und habe noch Platz, wobei der Akku ja woanders hinkommt, für meine Videokamera. Immer noch ein bisschen Platz. Zunder. Zunderzeugs, wie ich das reinmache. Jetzt momentan könnt ihr es hier reinpacken. Das Schöne ist, durch dieses Gewicht der Kamera und den Rest hier gleicht sich das mit dem Wasser wieder auf der anderen Seite aus. Mein Dreieckstuch stopfe ich hier noch mit rein. Upp, ziemlich einfach. Das Schöne ist natürlich, der steht auch einwandfrei, dadurch, dass eben unten der schwere Schlafsack da ist. Kippt es auch nicht um die ganze Zeit, der Rucksack da. Hier ein bisschen Essen drin, noch Müsli-Riegel und so weiter, einiges an Zeugs, Suppen, Tüte, da kommt also quasi mein Essenszeug rein. Ich ergänze das jetzt gerade mit der Bundeswehrschokolade noch. Mehr gibt es bei mir draußen bei einer Übernachtung nicht. Ich mache mir so eine Chinasuppe hier und das war's dann. Ein bisschen Bibi dabei noch und schauen, was ich unterwegs, also da kann ich auch noch, bis morgen habe ich Zeit. Ich nehme dann das mit, wo ich dann einfach Lust morgen drauf habe. Kommt dann irgendwo noch dazu. Ich habe ja noch Platz. Und vom Gewicht her ist das Ding auch kein Problem. Das Taschenhalter, da kommt dann auch mein Handy rein. Das werde ich da befestigen, an der Seite. Theoretisch könnte ich es jetzt auch noch hier dran machen oder da unten. Aber dann habe ich es einfach neben mir, griffbereit, kann mein Handy nehmen, wenn ich es brauche. Ah, da sehe ich gerade was. Da möchte ich dann schon meine Ruhe haben. Und beziehungsweise im Wald, wo ich bin, in dem Eck, da hat man sowieso absolut überhaupt keinen Empfang. Genau. So. Fertig ist er gepackt. Das war's. Keine große Sache. Sieht auch jetzt vielleicht chaotisch aus für den, der es nicht gewohnt ist. Ich komme gut zurecht. Ich habe kein Problem damit. Ich packe das immer ein bisschen anders, aber meistens ist es also ungefähr so wie jetzt. Also an der Seite habe ich dann mein Regenzeug und dann komme ich wunderbar an die Sachen dran. Und alles, was ich so brauche, ist auch an der Seite hier. Muss ich da nicht drin rumkruscheln. Wie gesagt, das Hauptfach ist nur für die Schlafsachen. Tja, das war's. Muss jeder selber entscheiden, wie er sein Zeug packt. Ich mache es so. Und den Rest, den habe ich natürlich an. So ist es nun mal. Es kommt wahrscheinlich noch eine Wechselsocke rein. Hm, Atze. Das war's. Danke fürs Reinschauen und wir sehen uns dann bei meiner Übernachtungstour. Ich freue mich tierisch drauf und bin mal gespannt, wie es wird. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.